Bist du bereit? Jetzt müssen wir wieder was machen. Hallo, schönen guten Tag zu Abgebaut. So, heute bin ich jetzt an der Reihe. Nächster Tag, nächstes Glück. Ich stelle jetzt eins vor und morgen bist du wieder dran. Ja. Ja, ein Video für euch. Aber, also morgen für euch. Ich gebe auch ein paar Tipps. Ja, bestimmt kriege ich ein paar Tipps. So. Wir haben hier die Verpackung, ganz üblich, ganz normal. Bauanleitung, Ersatzteile. So, jetzt haben wir hier drinne bei... Ach, wir hätten sie nach der Zahl machen müssen, aber egal. 76412. Das müsste sein... Welche... Oh, jetzt musst du mir helfen. Welche Abteilung ist das hier? Haus? Ja. Hufflepuff. Ah, gelbes Hufflepuff. Dankeschön. Vielen Dank. Also, wir haben Hufflepuff. Hier wird vieles gebaut. Hier wird vieles gebaut. Ja. Wir haben auch wieder die 3D-Image hier drin, aber da kommen wir dazu. So, jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da gibt es sogar meinen Lieblingsmitspieler. Oh, da kommen wir jetzt dazu. Kommen wir jetzt dazu. Und von der Mama. So, jetzt muss ich sagen, hier ist wieder ein Problem. Das zeige ich euch jetzt mal gleich als erstes. Wir haben hier Ersatzteile drin. Und für mich, jetzt mache ich es mal auf. Mach's mal auf und dann setzen wir es wieder drauf, weil... Mach doch erstmal die Figuren. Moment, ich lass dich machen. Ja, genau. So. Sind das da oben vier verschiedene Farben? Ja. Nein. Nee. So. Hier sind keine vier verschiedenen Farben in der Mitte. Keine. Ich habe probiert mit aller Macht. Auf der Kamera sieht eventuell das eine ein bisschen bläulicher aus, aber es sind zwei gleiche Farben. Ja, so. Die bläulichen sind es auch. Siehst du hier drei verschiedene Farben, vier? Vier? Von den Dingern. Siehst du hier vier verschiedene Farben? Ja. Wo? Nein. Gut. Okay, so, jetzt pass auf. Zeige ich dir was. Weil wir wollen ja anleitungstechnisch gehen. So. Siehst du hier vier verschiedene Farben? Ja. Okay. Siehst du hier oben vier verschiedene Farben? Braun? Braun. Ja. So. Hier in der Anleitung. Ich sehe diese vier verschiedenen Farben da oben angeblendet für den Tisch in der Mitte. Mir geht es um die Mitte. Ich habe diese vier Farben nicht. Oder siehst du hier vier verschiedene Farben? Ich sehe hier keine vier verschiedenen Farben. Nein. Oder das sind aber auch die. Ja. Das sind dieselben Farben, oder? Hier. Oder habe ich jetzt zweimal dieselbe Farbe ausgewählt? Ja, das sind nicht genau dieselben. Also haben wir doch vier Farben. Nein, aber nicht vier selbe. Das sind zwei selbe und nochmal zwei. Das sind aber auch zwei selbe. Also habe ich die zwei selben, dieselben. Sehen das? Und das ist das Problem von einer Rot-Grün-Späche. Du hast fast alle zwei. Ich glaube, du hast eins, dreimal oder so. Genau. Ich habe das Problem als Rot-Grün-Spache, gerade bei den Jungs. Gerade bei den Jungs ist es das Problem. Bei den Mädels, die haben das gar nicht. Also minimalst, wenn überhaupt. Aber wir können das nicht sehen. Und das ist das Problem. Schon direkt am Anfang von dem Set, direkt am Anfang von der Bauanleitung. Und dann ist der Spaß schon am Anfang für mich als erwachsener Sammler getrübt. Für mich. So, jetzt gehen wir für aber wieder. Für mich auch. Ja, aber du hast ja. Du kannst es ja sehen, ich ja nicht. So, das war zum Thema Anleitung. Wir haben wieder. Aber würde ich jetzt so wie du sein. So, jetzt geht's aber hier mit den Stickern los. Wir haben 8 ganze Sticker. Gaststück. Stört mich aber nicht, mein Gott. Allerdings, 35 Euro sind 35 Euro. UVP. Wir reden immer von UVP. Wir können auch sagen, ich habe sie günstiger bekommen. Aber egal. So, Ersatzteil ist übliche Verdächtige. Hier sind alle Teile, wo wir jetzt drauf kommen, nochmal als Ersatz dabei, wo bedruckt sind. Finde ich cool. So, was ist das? Das ist das. Das kommt auch da hinten mit dazu. Ne? Da kommen wir gleich mal einen riesen Stoß. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Figuren. Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu den Figuren. Darf ich meinen Lieblingsmitspieler vorstellen? Ja, darfst du. Ich halte ihn in die Kamera und du darfst das dazu erzählen. So, das Buch brauchen wir als erstes. So, wir haben hier als erstes... Was? Weißt du noch den Namen? Nein. Hast du den Namen jetzt vergessen? Jetzt brauchen wir nochmal die Verpackung. Die liegt unter meinen Beinen. Moment. Brauchen wir nochmal die Verpackung. Darf ich? Kannst du lesen den Namen? Ich lese. Da oben. Glaube ich. So, also, okay. Moment, Blondie ist? Hanna. Die Hanna, genau. So, dann haben wir hier dieselbe wie die Mörte, also so ähnlich wie die Mörte. Mörte? Das ist aber nicht, das ist die mit den orangenen Haaren. Susanne. Jawoll.
So. Also auch wieder neue Charaktere, aber Frisuren kennen wir ja, ne? So, und dann haben wir als letztes. Den kannst du. Cedric, genau, der ist Cedric. Das ist auch unser Lieblingsmitspieler, also nicht unserer, aber von den Jungen. So, also ich muss sagen, die Figuren sind auch wieder tip-top gewählt. Wirklich wieder andere Klamotten. Aber ich hab's Man merkt aber wirklich, es kommt aus dem Film Das Trimagische Turnier. Mhm. Sind die Sets da jetzt in der Zeit zu Hause, finde ich. Ja. Und jetzt muss ich gucken, irgendwas krabbelt. Achso, das ist die Kiste. So, jetzt bauen wir erstmal den ganzen Gelumps hier auf. So, jetzt bauen wir erstmal hier den Tisch auf. So, hier ist nämlich einiges da, wie bei den Büchern. Es ist wirklich einiges wie... Warum stockt denn das jetzt auf einmal so? Warum stockt das jetzt so? Ah, jetzt stockt es nicht mehr. So, wir haben einmal den Tisch mit den gedeckten Sachen, wofür ein Rot-Grün-Schwachen schwer ist, wo ich eben gerade erzählt habe. Dann haben wir den Cedric, wo man in der Gießkanne rumrennt. Dann haben wir eine Kiste mit Besteck. Ja, das wieder da runterschmeißen. Dann haben wir einen schönen Sessel gebaut. Einen schönen, wirklich schön gebauten Sessel. Aber das ist ja mittlerweile... Das sind Gummibärchen gönnen. So, dann muss da ja auch was gießen können. Wir haben einmal einen Kürbis und einmal Blumen, wo er gießen kann. Blumen kann man gut. Jetzt wird's wieder mal interessant. Cool. Jetzt wird's wieder interessant. Wir fangen erstmal wieder mit dem Bild an. Mal gucken, ob man das irgendwie für euch... Einfangen, die ganzen Hintergrunddinger müssten eigentlich beweglich sein. Es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an und wie die Kamera fokussiert. Es ist verdammt schwierig zu machen. Aber die Farben sind schön knallig, man sieht's. Also es ist wirklich schön auf der Kamera zu sehen. Ja, wir haben unten so einen Kamin, wo die Dinger eingeklebt werden. Und dann haben wir so Hölzer. Die sind so geklebt, die sollen so geklebt werden. Und auch hier ist wieder ein Easter Egg. Seht das Buch? Findet ihr das Buch? Findet ihr es? Da ist wieder das Buch drin. Thematische Pokal ist drin. Also hier ist wieder alles am Start, was man braucht. Das Buch ist hier. Hier ist das Buch. Und zwar, welches Buch ist es? Warte, ich hol's. Nein, rate. Sag. Farbe. So. Wieder schön. Man muss aber dazu erwähnen, bei dem ist jetzt die Klemmkraft besser gewesen, wie das Video davor. Ist die Klemmkraft hier besser. Mhm. Auch wieder der Sessel und so. So. Dann sieht das so aus. Und hier drin ist dieses Buch gezeigt. Also auch wieder hier zeigen sie, hey, so und so, dass man sich schön ärgert, dass man sie nicht hat. Aber ich finde die Verknüpfung cool. Ich finde das Mitdenken cool. Ich finde es stark. Komm mal Video 5 dazu. Und alles in allem habt ihr dann das. Für 35 Euro. 35 Euro hinten nicht fertig gebaut mit meinen Augen. Ein Set. Ja, ich finde außen die Verzierung cool alles. Das ist auch gedruckt hier, das Riesenteil. Das hier ist gedruckt. Macht Spaß. Ich sag mal so, für Kinder, mega, die wollen sich's hinhängen, stark. Ja, wir Erwachsene, wir stellen sie uns wahrscheinlich hin oder hängen sie hin, keine Ahnung, für Sammler stark, für Kinder stark. Also hier sind Minifiguren dabei. Wie man sieht, sind die Minifiguren hier dabei. Alles cool. Ich find's mega. Es sind auch mal wieder neue Figuren dabei, neue Charaktere dabei. Finde ich stark. Kann man nicht meckern. Mhm. Kann man nicht meckern. Finde ich. Ich finde, man kann nicht meckern. Ich finde, wir können nicht meckern, gell? So, jetzt tauschen wir zwei die Plätze wieder. Und dann geht's ans nächste. Aber natürlich müssen wir erstmal vorbereiten. Und dann kommt im fünften Video, ich wiederhole es nochmal, im fünften Video alle nebeneinander. Dass man es nochmal schön sieht. Und dann machen wir auch den Quervergleich zu den Büchern. Bin ich auch dabei? Ja, natürlich bist du dabei. Dann machen wir den Quervergleich zu den Büchern. Und dann denke ich, wird das schon sehr, 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 sehr stark. Wirklich stark. Jeden Tag auch so mit. Ja, und dann wird das. Sahne, in diesem Sinne. Ciao, ciao, bye, bye. Moment, ich muss gerade mal hier anvisieren. Ciao, ciao, bye, bye. Bleibt mir gesund. Ich wünsche euch einen schönen Restwoche. Also Mittwoch bis Ende. Ich wünsche auch, wir kommen langsam Richtung Sommerferien. Ja. Da werden wir mit der Videoanzahl auch ein bisschen runtergehen. Es ist noch mehr als genug Content da, keine Sorge, es wird auch immer wieder weiterlaufen. Allerdings nehmen wir in der Menge, wie wir es momentan machen, ein bisschen weniger. Und nach den Sommerferien fahren wir es dann wieder hoch. Da wird es wieder mehr. Also Livestreams bleiben, es bleibt alles so, wie es ist. Außer zweimal fällt er aus. Einmal im Oktober, Ende Oktober fällt einer aus. Weil dann sind wir auf irgendeiner Insel und machen nichts. Urlaub?
Urlaub, da sind wir irgendwo, wir wissen es noch nicht wo. Machen wir nichts. Ja, wahrscheinlich. Aber wir werden Bilder machen. Wir werden Bilder machen und auf Instagram werden wir zeigen, was wir machen. Ja. Aber vom ich Pool, bin immer wie dabei. Man, ja, wie man, im so- wie man im Winter dann im Sommer, dann im Herbst, sagen wir mal. Im Herbst. Im Sommer sind, genau. So, und in den Sommerferien müssen wir mal gucken, was wir da noch machen, ne? Sommerferien, ob wir Legoland anvisieren oder nicht. Mal gucken. Wir werden ein bisschen cool, lassen. Legoland! Wir werden mal gucken. So, in diesem Sinne, so, ciao, ciao. Legoland. Bye, bye.